Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Micha. Und heute wollen wir euch mal eine brandheiße Neuheit, ja, ein Unboxing machen, also was auspacken, mal gucken, was drin ist und was es kann und die ersten Bauabschnitte vielleicht auch mal ein bisschen bauen. Ein bisschen. Auf jeden Fall, hier ist es. Also der Karton ist noch warm. Es ist die BR52 von Kobi in der Limited Executive Edition. Oh ja. Niklas ist heiß wie Frittenfett, der will das Ding bauen, der wird es dann irgendwann auch fertig bauen und wird das wieder, ich sag mal, du baust dann das wieder richtig, was ich vorher schon falsch gebaut habe. Genau, also ich nehme das, was du gebaut hast, nochmal komplett auseinander. Nein, mach ich nicht. Aber ich baue es dann quasi zu Ende. Und dann gibt es auch ein Video dazu nochmal. Kommen du das hier in dem Umkarton? Ja. Wenn's gut läuft, dann bekommt ihr den noch mit. Wenn das zu groß ist für die Packung, dann packen wir das in unseren Versandkarton. Ja. Aufmachen. Soll ich auch mal aufmachen? Hier sind noch ein paar Infos, was die BR betrifft. Das ist ein 2-in-1-Set. Also einmal die BR52 Dampflokomotive und das andere ist dann PKP. Naja, das kann natürlich sein. Also ich müsste es nochmal genau nachgucken. Das werde ich auf jeden Fall bis zum Video rausgefunden haben. Das ist ja eine deutsche Kriegslok. Und nach dem Krieg sind die ja dann auch in Polen gefahren. Also in Polen wurden auch noch welche gefertigt. Und da Kobi ja aus Polen kommt, kann es natürlich sein, dass das wieder so eine polnische Variante ist. Ja doch, hier steht auch polnische Zugführer. Ja, genau. Das kann natürlich sein, dass das eine so die Grundversion, die deutsche Grundversion ist und das andere dann die polnische Variante, wie sie dann eben bei denen gefahren ist. Ich habe gesehen, da kommt auch noch eine andere Version, da kommt noch die Kriegsversion raus. Okay, cool. Also die ist dann, glaube ich, nur grau oder irgendwie sowas. Wir werden sehen. Lass uns mal reingucken, oder? Ich wollte gerade sagen, mach mal auf, hier ist zum Aufmachen. Guck mal, der hat immer ein Cuttermesser dabei. Das ist zu gefährlich. Kleine Kinder, wie heißt Messer, Gabel, Schere, Licht? Drin für kleine Kinder nicht. Ja, hast recht, okay, ich darf nicht. Ah, okay. So sieht's aus, wenn's... Ich meine, auch dabei. Das ist hier wieder typisch Kobi. Spezialteile. Also, Die haben dieselbe Spurweite, die haben sogar dieselben Anschlüsse wie unsere normalen Schienen. Mhm. Oder die auch von Lego oder so. Ja. Das machen ja fast alle gleich, aber das ist trotzdem wieder hier mit Maserung noch. Ja, das ist nicht aufgedruckt, das ist erhaben. Nee, das ist. Du kannst es fühlen. Genau. Es ist 3D. Aber dein erster Eindruck ist, es ist voll kompatibel mit. Das müsste voll kompatibel sein, ja. Gehe ich mal einfach von aus. Drei Anleitungen haben wir, ja? Drei Stück, ja. Wir haben Anleitung 1. 2 und 3. So, und was können die Anleitungen? Ah, hier drin. Komm. Also warte mal, die dritte, jetzt habe ich mal richtig noch einen Knopf rein, lege ich es so hier. Das heißt also, Anleitung 1 ist für Tüte 1 und 2 und so teilst du es auf. Muss mal gucken, was am Ende dabei rumkommt. Ja, wir müssen mal auch gucken, wie wir uns das jetzt hier aufteilen. Na ja, gut, das ist ja, vielleicht ist ja eins nur hier Tende-Anhänge und. Wie fängt man denn in 1 an? Was baut man da? Schon die Lok? Oder ist das erstmal nur der. Nee, das ist schon die Lok, ja, okay. Das heißt also, wenn ich jetzt hier ein Dreimal reingucke, ist das wahrscheinlich dann. Das sieht aus, als würde man hier mit dem Tender anfangen. Ich sehe gerade hier die Anleitung. Zeig's mal gerade. Das heißt, wenn während des Bauens kommen immer wieder Stellen, wo du switchst zwischen dem einen und dem anderen wohl, ne? Ja. Also wenn du den Typ 2 bauen willst oder den. Ah, okay. Das heißt, man muss sich Aufdrucke. Ja, man muss sich quasi am Anfang entscheiden. Guck, du baust, wenn du das Standard-Set baust du mit diesem Aufdruck. Und baust du diese Typ-2-Geschichte, hast du einen anderen Aufdruck. Ach so. Ja, klar, okay. Ja, man sieht es auch ganz klein auf den 2-in-1-Bildern, dass das hier dann rot ist.
einfach so. Es riecht neu. Es riecht nach Meer. Also nicht nach mit Doppel-E, sondern EH. So, dann haben wir Tüten. Ach, Schienen, das war's schon. Das sind wie viele Teile? Das sind 2623 Teile. Und davon 5 Schienenteile. Ja. Die gehen hier wunderbar. Ich mach mal. Dann habe ich wenigstens nachher am Ende, wenn wir fertig sind mit Drehen, kann ich sagen, ich habe was Vernünftiges zustande gekriegt. Also warte mal, ich gucke jetzt mal eben hier so 2, 3. Hier. 1. 1. So. 5. Ich habe schon meine ersten Schwierigkeiten. 7, 8. So. Du schaffst das. Habe ich es drauf oder habe ich es drauf? Hast du drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal ein... Das ist einfach in erster Linie nur das Schaustück. Also das heißt, hier baust du da, setzt du nachher deine Lok drauf und lässt sie gut aussehen. Du baust ja hier Standfuß quasi dafür. Weil die fehlt ja nicht, Niklas, oder? Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die durch Kurven und so kommt. Also sie hat hier in der Mitte, so wie es aussieht, so drei von diesen Blind-Drivern drin, die theoretisch dafür ausgelegt sind. Dass ja, wenn nur schieben. Das, ja, nix, gut. Nichts Strom, meine ich. Ach so, du meinst, die ist nicht motorisiert. Nee, das ist sie nicht. Nö, das würde irgendwo schon, das hätten wir schon, das wüssten wir. Mhm. Aber, gut. Wollen wir mal was tun? Wollen wir mal ein Tütchen aufreißen? Ja, wie machen wir es denn? Also einer müsste wahrscheinlich am besten mit dem Tender anfangen und der andere mit der Lok. Was willst du haben? Komm, du baust am Ende fertig, du bist heiß drauf. Ich bin nur Adjutant. Ja, wobei, die Anlage ist viel dicker. Ist ja auch fies. Ah, schön. So machen wir das, oder? Dann schiebe ich dir mal ein paar Tüten rüber, weil ich weiß nicht, ab wann du anfängst. Ich brauche eigentlich nur 6. Tüte 6. Okay. Und den Rest würde ich vom Tisch räumen. Mhm. Wobei, wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier so? Hier sind große Platten drin, in Tüte 8. Ja. Was mache ich denn mit so großen Platten? Guck mal. Du brauchst ja auch noch 3, den 6, 9. Du brauchst noch ganz am Ende, habe ich gerade gesehen, 10. Den Standfuß. Also die Schienen werden ja auf Platten gesetzt. Mhm. Sieht ja noch mal ein bisschen edler aus. Hier sind die auf jeden Fall in Tüte 5 sind die Eisenbahnräder drin. Teilliste. Okay. Wow. Tüte 8 ist der Standfuß. Ach komm, darf ich Tüte 8 bauen? Du kannst auch Tüte 8 bauen. Kannst du ja machen, wie du möchtest. Ich baue Tüte 8. Okay, ich fange mit der Lok an. Du meinst, das schaffst du, ja? Ich werde mir Tüte 8 grob vorsortieren. Die großen Platten, ja. Da fliegt mir schon was weg. Also Kobi ist halt Tüte. Schön, ne? Ja, schön an Kobi ist natürlich, aber man sieht es ja auch wieder direkt, das ist natürlich bedruckt. Wahrscheinlich am Ende. Ah ja, und jetzt hast du hier praktisch jetzt den Druck für den Typ 2. Ja, genau. Ich habe nämlich auch hier andere Drucke drin. Da sind mit Sicherheit unfassbar viele Drucke wieder dabei, oder? Was denkst du? Vermutlich. Also Kobi spart ja nicht an Drucken, normalerweise. Genauso wenig wie an Spezialteilen. Also die drücken sich nicht vor Drucke? Nein. Wortspiel, der ist total wird. Ja, hier. Ach, guck mal, es ist auch schon zusammengebaut. Ja, für den Druck. Ich wollte gerade sagen, das ist ja bei unseren Star Trek-Sachen zum Beispiel auch so. Die müssen ja auch erstmal zusammengebaut werden, damit sie bedruckt werden können. Hier auf die Scheiben gedruckt. Oh ja. Ich sag ja, also das ist sowieso, die Scheiben sind ja sowieso wieder mal ein Spezialteil, die ich so nicht kenne. Das ist ja, ich sag ja, bei Kobi ist ja irgendwie alles ein Spezialteil. Es gibt auch zwei Schilder für den Stand. Je nachdem, welches Modell du baust, hast du auch zwei verschiedene. Die hab ich sogar. Ja gut, das heißt, beim Standfuß ist es wahrscheinlich relativ einfach, sich zu überlegen, was man baut. Beim Rest muss man sich wahrscheinlich erstmal vorher überlegen, weil ich denke mal, dass es nicht ganz so einfach ist, das Ding wieder auseinanderzunehmen. Willst du jetzt nicht behaupten, dass ich mir irgendwas Einfaches rausgesucht habe? Oder? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Ne? Ich weiß, du baust nur kompliziert. Ich habe hier auch zwei polnische Köpfe. Und dann hast Beine. Du, hast du die Figuren dabei. Und Dinge. Also ich
Da habe ich mir natürlich was rausgesucht. Also jetzt nochmal, es sind natürlich wirklich, brauchst du ein Messerchen? Vielleicht. Oder brauchst du ein bisschen Schmalz im Ärmchen? Wo hängt's? An der Tüte. Das ist halt wieder dieses, wenn du an so einer Tüte ziehst und statt zu reißen, dehnt sie sich einfach die ganze Zeit. Das ist Kobi. Kein Lego, das kann nicht dehnen. Ja, die Teile nicht. Weiß den Dänen und ja, ich hab's schon. Hier haben wir zwei Körper auch wieder bedruckt. Einmal vom Zugführer und einmal vielleicht von einem Gehilfen. Aber dazu später. Ich muss jetzt erstmal bauen, dass ich hier mal ein bisschen, damit du siehst, hier geht's vorwärts. Ich muss hier erstmal zig Tüten aufreißen. Niklas, schau einmal. Was ist denn das für eine Farbe? Das ist nicht schwarz. Und nee. Das ist nicht grau. Und das ist nicht. Das ist. Was ist das denn? Das ist. Kenne ich so jetzt gar nicht. Dieses Kanonengrau, wie nennt ihr das, was es so gibt? Oder was es gab? Du denkst an Pearl Dark Grey, ist es aber auch nicht. Oder so Flat Silver, aber das ist es auch nicht. Das ist tatsächlich irgendein, ich sag mal, Kobi-spezifischer Grauton. Kobi hat ja auch nicht nur Spezialteile, sondern auch teilweise spezielle Farben. So, noch eine Frage, vielleicht kannst du die beantworten. Vielleicht hätte ich es auch wissen sollen, aber ich weiß es nicht. Warum haben wir zwei Angusspunkte? Bei diesen, bei den großen Elementen ist es häufig so, dass die zwei Angusspunkte haben, weil sonst das Material nicht in die letzte Ecke kommt. Also wenn du das jetzt irgendwo in die Mitte machen würdest, hättest du vielleicht am Ende in der Form das Problem, dass nicht genügend Material in den Ecken rankommt. Und dann hast du so schöne Ausschnitte in den Ecken. Ist sehr cool. Die Info ist wirklich gut. Ja. Danke. Genau. Gebrauchen. Und um dem halt vorzubeugen. Das ist so eine spezielle Baseplate hier, so eine Grundplatte. Die hat hinten ist die auch nicht durchgehend hier mit Knoppenmuster. Haben sie wahrscheinlich, wie gesagt, bei Kobi kommt es ja auch häufiger mal vor, ein Teil wird für ein Set gemacht. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber sie machen es. Es kann natürlich auch sein, dass das wieder eine spezielle Platte für dieses ein Set ist. Die Teile sind alle in diesem komischen grauen, dunkel, keine Ahnung was. So, hier haben wir die zwei Typen. Einmal das und einmal das. Sauber ist gedruckt. Auf einer schönen Fliese. Mhm. Ist irgendein Zettel drin? Ist auch interessant. Was möchtest du denn am Ende des Baus, wenn du irgendwann mal fertig sein solltest, möchtest du eine Typ BR52 gebaut haben und nicht die 2? Richtig? Ich denke mal, ja. Das macht doch sehr viel Sinn. Hier, das ist auch wieder so ein Teil. Fliesen mit Planken. Also so Holzplanken. Und nicht. Und zwei haben, nicht ja, genau. Gedruckt. Ja. Das gibt's schon. Du hast noch nicht so viele Kobi-Sachen gebaut auch, gell? Ich habe noch nicht so viele. Ich muss auch die ganze Zeit überlegen, ich habe mal irgendwas von Kobi gebaut, aber ich komme nicht mehr drauf, was das war. Also es war ein Set, aber jetzt arbeite ich hier auch noch mit einem Kobi-Anfänger. Also. Ja, du bist ja hier eigentlich der Kobi-Expert. So, ganz wichtig, Kobi. Schau mal. Also erstens mal. Weiß ich nicht, ob die Anleitung habe ich hier schon ruiniert. Kannst du mir verzeihen? Ja, das kann ich dir verzeihen. Ich weiß nicht wann oder wie oder wo. Vielleicht habe ich draufgelegen eben. Vielleicht war es auch schon so. Ich weiß es nicht. Wichtig bei Kobi, du hast hier vorne diese Legende, wo drin steht, auf was du achten musst. Mhm. Weil die hier, du hast ja hier Slopes. Ja, ja, da muss man aufpassen. Gering verschiedene Winkel oder hier diese Ecken. Wir kennen eine Sorte Käseecke. Ja. Und hier gibt es halt 5. 3. Einmal mit Bogen, einmal grad, einmal der Winkel, einmal der Winkel. Und in der Anleitung selbst, wenn du baust, kriegst du dann immer wieder die kleine Zahl daneben geschrieben, damit du weißt, welche du nehmen musst. Genau. Ich schaue mal gerade, ob ich vielleicht so ein Beispiel hier finde. Aber ich finde hier sowieso wieder, was ist das denn? Und wenn du dich mal verbaut hast, hast du ein Problem, mein Freund. Ja, weil ich habe das schon gehört. Kobi wieder auseinanderzunehmen, möchte man wohl nicht. Teiltrenner kannst du vergessen. Da musst du mit einem schweren Gerät ran. Das ist ja... Aber
Auch ein interessantes Teil. Das ist nur das Löten, ja. Das ist einfach nur... Aber oft. Loch. Bei Kobi, ich glaube, in jedem Set. Ja? Ja? Siehst du, ich muss mehr Kobi bauen. Den musst du nicht, ich mache das ja auch ganz gern. Das ist so einer von diesen Winkeln, weißt du? Der sieht jetzt so aus. Mhm. Und vielleicht hast du, wenn du Pech hast, auch noch in dem Set auch noch mal die ein bisschen einen kleineren Bogen haben. Und dann das kann gut sein. Aber wie gesagt, also Kobi hat ja sowieso immer sehr, sehr interessante Bögen. Das kenne ich auch nicht. Was? Ja, das ist mir auch, also mir ist sowieso gefühlt die Hälfte der Teile, die ich hier sehe, neu. Du hast aber auch tolle Sachen. Und du hast ein richtiges Gitter. Ja. Oder hier. Komische Farben hast du. Ja. Hier auch schön gedruckt. So ein Tacho. Also wahrscheinlich kein Tacho, aber. Schau dir mal das hier an. Das wird als Aufregende. Oh ja, das ist auch. Da, also das ist keine Ahnung, ob man das hier sieht, aber das ist ja. Guck dir mal hin. Das ist ja. Aber das ist ja. Das ist halt wieder Kobi-typisch. Aber was ich ja auch gut finde, ist, es sind nicht viele Teile, die man jetzt hier so im Bauabschnitt hat. Aber du baust schon, gell? Ich baue schon, ich lasse immer Vorsprung. Hast du Angst, dass du zu schnell fertig bist mit dem? Nee, aber ich finde einfach wirklich, hier finde ich wirklich viele, viele neue Dinge, die ich auch noch bei Kobi nicht gesehen habe. Und auch Farben. Das hier, das ist auch komische Farbe. Die haben auch interessante Plattengrößen, eine 7er Plate. Ja, die haben ja alles. Also da kriegst du von 1 bis 3 bis 5, 7, 9, 13, die haben alle ungeraden Zahlen. Das gab's früher nicht, oder? Nein, also eigentlich die einzigen Platten, die ich so in ungerader Zahl von früher kenne, sind die 1x3er und halt die 1x1er. Mhm. Das sind so die ungeraden Zahlen. Und ansonsten war immer Standard. Es gab gerade. 1x5er gab's nicht und 1x7er gibt's, glaube ich, auch nur bei Kobi. Ich glaube, 1x5er haben inzwischen auch einige andere Hersteller. Aber das ist mir auf jeden Fall neu. Siehst du, das fängt schon an. Ich weiß schon nicht, was ich bauen soll, weil ich hier Bauabschnitt 6 vor mir liegen habe und muss aber 8 bauen. Also Teile von 8 habe ich und habe 6 aufgeschlagen. Da fängt schon an. Ja, wieso machst du denn auch sowas? Noch was. Wenn du den Anleitung, du hast jetzt hier diese langen Teile hier, diese. Mhm. Einmal, ich weiß jetzt ganz grob, 10. Ja. Bei fast allen sitzt du dann da und musst das grob schätzen, ja, oder zählen. Also bei allen Herstellern. Ne? Mhm. Es gibt aber auch welche, da steht dran. Einmal 10. Ja. Finde ich sehr gut. Finde ich auch praktisch. Also Xingbao macht das zum Maulwurf, was weiß ich was. Und dann sitzt du dann da und zählst. Finde ich cool, wenn es da steht. Ja. Ich bin da immer so ein bisschen... Also, bei mir ist das halt so, ich bin es ja inzwischen gewohnt. Ich gucke mir das meistens an und sehe sofort, welche Länge das hat. Aber das hat halt damit zu tun, wenn du den ganzen Tag baust, während der Arbeit, den ganzen Tag und musst die ganze Zeit irgendwelche Anleitungen sehen. Du musst dich zählen, du siehst es. Genau, irgendwann hast du es im Kopf und denkst dir so, ach so, ja, das ist das und das ist das und das ist das. Aber es ist auf jeden Fall praktisch. Also, weil irgendwann, gerade wenn es größer wird, kannst du es auch nicht immer abschätzen. Da muss ich selber auch immer wieder gucken. Gerade so bei Sachen so ab 2x10 oder so. Dann sitzt du da nämlich immer, ist das jetzt 2x10 oder ist das eine 2x12? Dann fängst du doch wieder an, Noppen zu zählen. Und macht immer Sinn, dann bevor du fertig bist mit Bauen und merkst, oh, mir fehlt jetzt ein 12er. Und dann, mir fehlt ein 10er und dann merkst du irgendwann ganz spät, oh, den habe ich aber da vorne schon verbaut. Ja, genau. Das ist auch immer gut. Wenn mir dann plötzlich auffällt, der fehlt nicht. Den hast du nur da eingebaut und jetzt musst du das halbe Set wieder auseinandernehmen. Ja, das ist bei Kobi wirklich nicht so lustig. Aber wenn ich mir die Anleitung so von Kobi angucke, denke ich mir auch immer, ich glaube, Kobi weiß, dass man die Sachen nicht gerne wieder auseinander nimmt, weil man verbaut ja nicht viel pro Bauschritt. Also hier verbaue ich teilweise einen Teil. Ja, ja. Also ich glaube, die wissen selber, man will das nicht wieder auseinandernehmen. Nein, und gut, der andere wird jetzt sagen, du, da hätten wir aber auch ein bisschen Papier sparen können, oder? Ja, genau. Aber ich glaube, bei Kobi ist das ziemlich gut, dass sie das so machen. Aber wenn die das alles in eine Bauanleitung reingepackt hätten, könnte mir jetzt hier nicht sitzen. Das stimmt auch wieder. So kann man natürlich zusammenbauen. Denn so viel von diesen wertvollen Executive Editions haben wir nicht. Möchtest du jetzt damit sagen, dass die Leute schnell sein müssen? Sollten. Wenn es schon zu spät ist. Ob es
Und ich habe eine für dich gesichert. Ja, das ist gut. Sehr gut. Da bin ich auch sehr froh drüber. Spannend wäre es hier jetzt noch, wenn wir wüssten, warum Executive, gell? Verdammt, das hätten wir mal... Ja, aber das ist ja alles, das sind ja auch alles Sachen, die wir noch im Video zeigen werden. Hier geht es ja ums Bauen. Okay, weil das könnte ja jetzt sein, dass bei der Executive, wie das auch bei den großen Fahrzeugen ist, ist ja dann dieser Stand, diese Bodenplatte mit dabei. Mhm. Vielleicht ist die Executive die, die mit Schienen und Podest ist. Das kann natürlich sein. Oder nur hier gibt es die zwei Varianten. Das ist vielleicht Fragen auch so. Fragen über Fragen. Aber das finden wir raus bis zum Video. Okay. Also mit bis zum Video meinst du, wenn du das Endprodukt dann in die Kamera hältst? Genau. Mhm. Wenn ich quasi den Rest dann fertig gebaut habe, was wir heute nicht mehr schaffen. Und nur bei dem Tempo, was ich hier vorlege, wird mir locker fertig. Und wann machst du heute Feierabend? Hast du eine grobe Zahl, wie schnell du so baust? Hast du das mal irgendwie messbar bei dir? Also ich weiß, dass der Margo baut am Ende, glaube ich, ja, fast doppelt so schnell wie ich. Also mir wurde auch schon von einigen Leuten gesagt, die mich mal haben bauen sehen, sag mal, wie hast du das denn jetzt in der kurzen Zeit? Ne? Ich bin hier, aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, ob ich wirklich schneller bin als andere. Das ist halt immer so eine Frage. Das beste Beispiel, also wenn ich beim Thomas mal zugucke, weißt du, hier unser Frankfurter Freund. Ja. Das ist verrückt. Also das ist ja verrückt, wie schnell das geht. Und das macht er ohne gucken. Ja, das ist wahrscheinlich Übungssache. Also deswegen denke ich immer, wie soll das eigentlich gehen? Wie soll das gehen? Aber es geht. Das kommt ja auch immer auf so Sachen an, nicht nur wie schnell du zusammendrücken kannst, sondern auch wie schnell findest du die Teile. Ja. Top. Und das ist natürlich auch spaßig. Ja. Du hast, wenn du nur schwarze Teile hast. Das macht wiederum Lego ganz gut. Die packen ein paar bunte dazwischen, die findest du schneller. Das, ja, auf jeden Fall. Also was die Farben angeht. Ich meine, viele meckern ja immer über die Farbseuchen bei Lego, aber einen Vorteil hat es auf jeden Fall. Wenn du irgendwie was baust, was komplett schwarz ist, aber das Innenteil ist komplett bunt, dann findest du die Teile auch schnell. Ich habe die schwarze Witwe gebaut von Kobi. Ja. Und warum auch immer, es waren viele schwarze Teile. Bei der schwarzen Witwe hätte ich das jetzt nie erwartet. Und ich habe mich verbaut. Ja, und dann hast du schon, dann suchst du. Dann sitzt du vor diesem... Vor diesem schwarzen Haufen und suchst. Aber wenn du das als schwer ansiehst, dann bau mal 9000 Teile Burg Hohenzollern in komplett bunt. Prototyp. Ohne Bauabschnittsunterteilung, also ist ohne alles. Doppelte. Das kommt immer auf das Set tatsächlich drauf an. Also diese Prototypen, die wir dann teilweise haben, die dann halt in komplett bunt sind. Wobei, da kommt es auch drauf an. Wir haben das manchmal, das ist dann sehr lustig, manchmal baust du einen Prototypen und hast, sage ich jetzt mal, jede 2x3-Plate, die in dem Set verbaut ist, in Pink. Und dann weißt du, ich brauche jetzt eine 2x3, ich muss nach Pink suchen. Dann geht's schnell. Manchmal ist es aber auch so, dass jede 2x3-Plate gefühlt in einer anderen Farbe beiliegt. Ja, klar. Und dann fängst du natürlich an, in diesem riesen bunten Haufen den und dann hast du zu suchen. Wer hat den gebaut? Hast du das oder war das Matthias? Nee, Boko und Zollern hat Matthias gebaut. Ja. Also der ist ja auch schon abgehärtet. Also was der an buntem Zeug, wenn ich zu Matthias an den Schreibtisch komme. Alter, wie sagt man so schön, also wie viele Einhörner da sich erbrochen haben, ja. Das ist unfassbar. Der hat auch das... Der muss doch abends heimkommen, da muss ich alles drehen, oder? Als ob er irgendwas genommen hätte. Ja, also der tut mir auch echt... manchmal sehr leid. Der hat auch das Star Trek-Bild bauen müssen und da habe ich auch nur gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das hängt schon wieder an ihm und dieses Bild ist ja einfach, du baust es und du erkennst gar nichts. Ja, aber der hätte doch einen eigenen, ich habe das gesehen, wie ihr das mal in die Kamera gehalten habt und ich habe es auch in live gesehen, eigentlich hättet ihr doch einfach irgendwas da draufsetzen können. Mir hat das sowieso nichts gesehen. Ja. Guck einfach, dass das Ganze in, keine Ahnung, 1,50 m x 60 cm bunt ist. Was meinst du, warum wir gewartet haben, bis wir das Produktmuster in den richtigen Farben hatten? Weil wir uns schon beim Prototypen gedacht haben, wenn wir dafür jetzt ein Preview-Video drehen und wir zeigen nur den Prototypen, er kennt doch keine Sau, was das sein soll. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man es dann weiß,
und man guckt drauf, kann man so die Form so ein bisschen erkennen von dem Schiff und so. Aber den Hintergrund da mit dem, Nebel und so, du musst es. Eigentlich musst es wissen. Ja. Ist so. Du musst es wissen, sonst hast du bei dem Bild keine Chance. Ja, das ist ein armer Teufel. Das ist ein armer Teufel. Aber das macht ihr auch mit Absicht. Ich merke doch immer, wie ihr hinter dem Rücken ihn auslacht. Ach, weil er so einen Kram bauen muss. Das machen wir doch gar nicht. Ach komm. Wir leiden mit ihm. Außerdem, wir mussten alle schon mal so einen Kram bauen. Ihr sucht euch die Prototypen-Tüten raus und sagt, boah, ist das bunt. Tias, für dich. Gibt's doch wenigstens so jetzt. Nein, also bei Star Trek baue ich doch mit die meisten Prototypen. Was meinst du, wie viel Spaß ich immer habe? Ja, das stimmt. Aber das ist auch, weil Star Trek ist. Das lässt sich nicht nehmen. Das ist richtig. Ich baue es ja auch gerne. Wenn wir es nicht gerne machen würden, wären wir auch alle nicht hier. Glaube ich, denke ich. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Das ist ja auch so Sachen. Jetzt musst du natürlich bei sowas hier, jetzt musst du drauf achten. Warum schwebt das denn so ein bisschen? So. Ja, das ist. Also das hier ist höher als das hier. Und das haben wir hier. Ja, aber ist so. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Du willst doch jetzt, ja, das macht doch keinen Sinn. Weißt du warum? Weil du es auf die falsche Seite gebracht hast. Psst. Kümmere dich doch mal um deine Sachen. Ja, ich wollte doch hier, also hier zum Beispiel ist jetzt auch so eine Sache, hier kommen bedruckte Steine halt drauf. Aber da musst du schon sehr genau hingucken. Ach. Deswegen zeigen sie es nochmal. Also, Kamera groß auf das Teil, indem ich versuche, das hier auseinanderzunehmen. Ja. Wie war das nochmal? Soll ich bei Kobi am besten nicht verbauen, weil es schwierig ist? Ja, einfach konzentrieren und nicht so viel, viel schwafeln vielleicht. Jetzt muss ich erstmal diese Steine finden. Was kaum macht mir alles richtig, passt's. Ja, schon geht's, ne? Wo ist denn jetzt? Jetzt geht's erstmal los, jetzt muss man hier jeden Stein erstmal untersuchen, wo die bedruckten sind. So, und du liegst nur hier drauf? Oder klemmst du auch? Ich glaube, die werden festgeklemmt. Klemmst du auch? Das klemmt auch. Das klemmt auch. Wo sind sie denn hier? Nee, die habe ich schon durchsucht. Ach, du, wir haben doch bei unserer Lok, wir haben doch so eine große Lok. Ja. Guck mal, so ein Zufall. Sie steht hinter uns, ja. Ich wollte es gerade sagen. Du meinst die. Die ist wahrscheinlich im Maßstab ein bisschen größer, gell? Am Ende. Ja, die ist größer als die hier. Aber auch hier haben wir einen schönen Fuß gebaut. Mhm. Das haben wir aber auch toll gemacht, oder? Die ist richtig gut geworden. Ja. Die sieht richtig gut aus. Ach, die brauchen wir, wenn wir die fertige Lok hier haben, kann man da mal schön vergleichen. Ich bin schon so weit. Das ist so hammermäßig, wie ich vorwärts komme. Wieso brauche ich jetzt... Ach so, ja, da haben wir es nämlich wieder. Jetzt verstehe ich das erst. Ich frage mich gerade, warum das hier zweimal in der Anleitung drin steht. Für die TY2 oder wie auch immer. Einfach mal Typ 2, genau. Was gemeint ist. Für die Typ 2 Variante muss man dann einen Stein verbauen, der keinen Druck hat. Und für die andere Version, die wir jetzt quasi bauen, ich sage mal für die erste, muss man halt den mit Druck verwenden. Ich habe das gerade überhaupt nicht verstanden. Das habe ich doch am Anfang schon erklärt. Hi. Upp, hör mir doch zu. Ja, aber das tue ich doch. Ich versuche dir hier so viel beizubringen, du hörst mir nie zu. Gestern hast du noch gesagt, ich bin der Einzige, der dir zuhört. Kannst du dich auch nicht entscheiden. Nee, ich bin da sehr flexibel. Jetzt haben wir hier helle und dunkle. Was ist denn hier eigentlich? Das ist ein weißer. Das ist ein cremefarbener. Dann kommt wieder ein weißer. Wobei das Weiß ist nicht wirklich weiß. Das ist, also wenn Kobi ja weiß nimmt, dann haben die ja richtig weiß. Also das ist ja, also Kobi weiß ist ja oftmals, der bist du blind, so hell ist das. So, brauche ich jetzt die beiden. Das sind einfach nur ein paar Steinchen, die ich hier verteile. Toll. Ja, du wirkst begeistert. Also hier solche Steine, aber die liegen halt so rum. Weißt du? Ja gut, das ist ja auch so. Das Kiesbett. Also das ist ja normal. Genau. Ach so, okay. Aber ich versuche mich ja streng an die Anleitung zu halten, wo genau dieser Kies liegt. Ja, das mache ich bei sowas auch immer. Aber ich sag mal so, wer es privat zu Hause baut, kann das natürlich verteilen, wie er will. So, ich bin durch.
glaube, vielleicht fängst du doch mit dem Tender an. Ist es schön geworden oder ist es schön geworden? Es ist schön geworden. Aber das ist wirklich ein schöner Standfuß für die Lok hinterher. Aber unsere ist der besser. Ja, aber gut, unser ist noch ein bisschen, der hat dann noch so ein bisschen Grün daneben. Klar, der ist noch ein bisschen größer. So, dann mache ich doch gerade hier die Figürchen, oder? Mach das mal. So, jetzt brauche ich die beiden. Was brauche ich noch? So, der eine ist mit Bart. Mit Bart habe ich schon mal gemerkt auf dem Bild, das war der Führer, der Zugführer. Und der Zugführer ist jener hier. Und das ist der, keine Ahnung, was der macht. Der sitzt dann da rum. Es gibt ja immer einen Lokführer und einen Heizer. Bedruckte Mützchen, zwei verschiedene bedruckte Hütchen. Dann wird das eine der Heizer und das andere der Lokführer. Was baust du da? Sitze? Ich hab hier Sitze gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass es, also das wird hier sowieso. Ich gehe mal davon aus, dass das Führerhäuschen. Schwimmflosse. Nein, das sind, glaube ich, Sitze. Das sind Sitze. Vermutlich kann die Figur hinterher drauf sitzen. Cool. Das hoffe ich mal. Ja, aber toll, diese Mützchen. Gut, einen pinken Streifen am Hut. Sehr modern. Finde ich gut. Ja. Jetzt muss ich wieder drauf achten. Hier steht eine 1. Das ist der 2 hohe, glaube ich. Gucken wir nochmal hier hin. Ja. Ja, daran siehst du die Legende da vorne mit den... Die braucht man, ja. Also, weil du es auf dem Bild nicht so direkt erkennen kannst. Also das Risiko sollte man nicht eingehen. Nee, jetzt das sollte man dann vorher nachgucken, weil ich habe die jetzt hier, die sind halt eine Plate hoch und haben eine Noppe an der Seite. Dann habe ich die als Stein und mit einer Noppe an einer Seite. Und dann gibt es die auch noch einmal in 2 Plates hoch. Jetzt muss ich nur finden, wo die sind, da. Was auch schon wieder Spezialteile sind, die... Ich frage mich immer, mit was designen die das? Ja, der eine hat Stiefel und der andere hat normal flache Schuhe. Also hier Pumps. Wie heißt die? Pumps. Ich glaube, also weiß nicht, ich glaube nicht, dass es Pumps sind, aber... Ja. Nee? Ich meine... Kann sein. So, jetzt muss ich einen Stein finden, der einfach nur ein Loch hat. Das ist auch interessant. Also das ist ja aber auch, das ist, die Figuren zu bauen, das ist ja gar nicht so einfach. Das sage ich dir mal. Das ist ja nicht so einfach. Ich frage mich halt immer, mit was, also mit die werden ja sowas wahrscheinlich, so ähnlich wie wir das machen, wir planen sowas ja digital erstmal. Mhm. Und ich frage mich bei Kobi dann immer, mit was für einem mit was für einer Palette müssen die in dem Programm arbeiten, bei den Teilen, die haben. Die haben ja im Großen und Ganzen alles, was wir haben, plus dann nochmal gefühlt 460.000 andere Teile. Das musst du dir erstmal merken können. Ja, aber auch als Designer, du musst ja damit arbeiten können. Also du musst das ja im Kopf haben, damit du die Teile verwendest. Warum hat denn mein Kobi-Mensch ein X-Beine? Also heute, ich habe heute einen richtig guten Tag, Leute. Leute, ich habe einen guten Tag. Also das heißt also auch, die Oberschenkel, die oberen Teile der Beine sind verschieden. Und die Schuhe sind... Was ist das denn jetzt hier? Uiuiuiui. Könnten gleich sein. Also man merkt schon, bei Kobi muss man halt wirklich aufpassen, dass man da nichts Falsches zusammenbaut. Ich bin zu blöd für das Männchen zu bauen. Alter, was ist, was stimmt mit mir nicht? Ja, aber du hast doch schon öfter mal Kobi gebaut. Ja, ja. Aber noch nie einen polnischen Zugführer. Ist der denn so schwer? Nö, es geht. Das ist unfassbar.
Okay, jetzt habe ich hier zumindest schon mal ein Rädchen. Muss das nicht irgendwie klicken da? So, jetzt muss ich wieder die richtigen Teile finden. Bedruckt. Ach ja, okay, hier sieht man es natürlich jetzt auch ganz deutlich. Deutsche Variante, denn da steht Deutsche Reichsbahn drauf. Ja, halt es mal ein bisschen nach vorne, dass jeder schön auf das, dich guckt und nicht auf mich. Macht Sinn. Also das muss nach außen und hinten. Aha. Das heißt, das muss nach außen und hinten. Kontrolliere ich erstmal die Teile, nicht, dass ich hier irgendwo was Bedrucktes einbaue, was ich hinterher noch brauche. Das wäre schlecht. Du bist so still, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Oder haben sie da einfach zwei linke Füße reingepackt? Oder ist das gerade und ich denke nur, es wäre schief? Schau doch mal. Nee, der Fuß hier, der guckt irgendwie, der guckt nach außen irgendwie. Ja, der andere guckt aber auch irgendwie nach. Ja, der braucht doch Einlagen in den Stiefeln. Ja, der geht nicht richtig. Irgendwie. Also die Füße stehen so nach links gedreht. Ja, obwohl die Oberschenkel, es ist alles sauber ist eingebaut. Also. Ich kann es dir nicht sagen. Ich auch nicht. Ich probiere jetzt bei den Kollegen. Vielleicht geht es den Kollegen besser. Das kann sein. Ja, das ist eine Sechser, jetzt brauche ich hier einen Fünfer. Apropos Kollegen geht besser. Der hat auch dunkle Handschuhe, der hat helle Handschuhe. Oder Hände. Eine ganz andere Gesichtsfarbe. Krass. Okay, kein. So. Und jetzt habe ich das Figürchen hier und jetzt muss das nach innen und das nach außen und soll das wieder raus. Und das machen wir so. Hast du eigentlich mal so grob im Kopf, wie viel Kobi du schon gebaut hast? Weiß nicht. Also, ich hab auf jeden Fall alle PKWs in dem Maßstab 1 zu 10 gebaut. Mhm. Und da gibt es ja, ich glaube, 8 oder sowas. 8, 9. Okay. 1, 2, 3 mal Opel, einmal Trabi, einmal Maserati, einmal zweimal Citroën. Ja, und dann habe ich eins meiner ersten Videos war, wie gesagt, die erste Bismarck, die rauskam, die habe ich gebaut. Mhm. Und am Anfang auch ein paar Kobi-Flugzeuge. Ja, okay. Also schon, also eigentlich bist du schon unser Kobi-Experte, oder? Oder hat Marco noch mehr Kobi gebaut? Nee, aber vielleicht sogar Olli am Ende. Hat er immer die Flugzeuge gebaut? Oder was? Ja, der hat meistens halt hier Panzerzeugs. Ne? Und das habe ich eigentlich nie gemacht. Da habe ich immer gesagt, nee, lass mich mal raus. Mhm. Es gibt für mich spannendere Sachen. Das hat Olli meistens gemacht. Aber ja, ich habe schon einiges an Kobi. Also 40 Sets vielleicht. Ja? Nicht schlecht. Also, ja. Aber dann hast du auch wahrscheinlich sowieso die meistens gebaut, wo dann auch keine Figuren bei waren, oder? Kobi hat, glaube ich, immer Figuren bei. Also fast. Aber bei den Autos, die wir zusammen gedreht haben? So bei dem ja, Opel, nein, die Autos jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist doch nichts dabei, ne? Oder vertue ich mich da? Nee, ich glaube, bei Fahrzeugen nicht. Hast du recht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Warum nicht? Weil ich zu blöd bin. Also, die Figuren sind schon mal toll. 100%. Aber der Niklas hat gesagt, ich soll mal was Vernünftiges machen. Ich dachte mir, du willst vielleicht dann mal den Tender anfangen. Aber dann mache ich wieder Krach. Das ist nicht schlimm.
Was hast du denn eigentlich so gebaut? Zeig doch mal. Hier, also so ein quasi ersten Teil Führerstand. Jetzt bin ich gerade hier dabei, den... Ist das zweideutig gemeint mit Führerstand? Den Rost zu bauen. Reichsbahn. Lenkrad. Lenkrad? Nee. Das Ding lenkt man ja nicht. Eigentlich nicht, nein. Aber das... Ach, das ist vielleicht... Boah. Wer ist denn hier der Eisenbahnexperte? Hilfe! Man dreht da dran, um mehr, was vielleicht, mehr Kohle, mehr Dampf? Also wahrscheinlich ist es irgendwie oder ein Ventil oder so. Ja? Jetzt habe ich mich verbaut. Oh nein, ich muss Kobi wieder auseinandernehmen. Obwohl, aber es geht eigentlich. Also, wenn ihr die Tüten aufmacht, dann liegen die bedruckten Teile fast immer separat. Ja? Also, oft. Dass sie die einfach nicht in die Tüte, in die kleinen Tüten reinpacken, damit die vielleicht irgendwie noch ausschwitzen können oder was? Ich könnte mir vorstellen, dass die das machen, damit die nicht verkratzen. Also zumindest nicht so stark, weil wenn die in den anderen Teilen mit beiliegen, dann kann das natürlich sein, dass die Drucke verkratzen. Und bei den Drucken ist natürlich, wenn da die Kratzer dann drauf kommen, dann ist dann eventuell nicht nur ein Kratzer drauf, sondern dann auch der Druck halt weg. Das ist dann natürlich nicht so schön. Also zum Beispiel bei unseren Star Trek-Sachen werden die Drucke ja auch separat meistens in eine Tüte gepackt. Oder liegen nochmal irgendwie separat dabei. Zum Beispiel der Druck für die Plakette. Auch, vielleicht kommen die ja auch aus einem anderen Werk, Fabrik, keine Ahnung was, und werden da schon einfach in Tütchen gepackt und nicht irgendwann nochmal in diese anderen Tüten mit dazu. Das kann natürlich auch sein. Da weiß ich jetzt nicht genau. Also was ich auf jeden Fall mal mache hier, ist für dich vorsortieren. Das ist gut. Ja? Das ist sehr gut, dann geht's schneller. So, hier haben wir ein paar aufregende Slugteile. Aber die. Also diese Unter. Die kennt man ja mal. Dann haben wir noch Details hier. Packe ich jetzt alles aus hier? Darf ich noch so lange bauen? Ich denke. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel wieder so ein Slope-Element. Jetzt muss ich erst mal gucken. Wohl gut. Das kann nur das hier sein. Bedruckt. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja hier wieder ein anderes Teil gewesen. Also man muss bei Kobi echt ganz genau hingucken, was man verbaut. Das heißt, du baust ja hier schon wieder jetzt so ein kleines Feuerchen, Dampf herkommt, oder? Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es hinter irgendwie, muss ja irgendwie so, vielleicht hier so rein. Ah, und dann haben wir hier vielleicht auch ein Ventil, mit dem wir hier vielleicht Klappe auf und Klappe zu, Luft, Zuluft, was weiß ich wie. Vielleicht das. Kann sein. Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Warum brauche ich jetzt nicht? Brauche ich nicht. Das. Glemmkraft ist natürlich immer wieder Bombe, gell? Also. Das ist halt, die Dinge haben halt gar keine Kante, gell? Andere Steine haben, ich will dich nicht in die Konzentration gehen. Ich rede mit mir selbst, das ist gar kein Problem. Nein, rede ruhig. Ich höre dir schon zu. Ist das so, dass das, diese Verbindung zwischen jetzt zum Beispiel den zwei Blades, einfach dichter ist als bei anderen? Also, dass da kein, da gibt es doch so eine, ist vielleicht so eine Kante dazwischen,
zum Hebeln, was bei Kobi jetzt nicht der Fall ist. Also, ja, bei Kobi, was die zum Beispiel... Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Was die zum Beispiel nicht haben... Ha, wobei, jetzt haben sie plötzlich haben sie es doch. Man sieht das hier. Da ist so eine ganz kleine Erhebung. Siehst du das hier? Ja. So ein Schlitz in genau, der Genau, das meine ich. Das ist, normalerweise bei Kobi ist ja alles Haben die plan. Hier das nicht. Da geht gar nichts. Und dann kommst du auch nicht mit dem Teiletrainer da drunter. Das ist dann natürlich ein Problem. Weil gerade bei den Fliesen ist es ja so, normalerweise bei den Plates kannst du ja irgendwie versuchen, dann mit dem Teiletrainer von oben mit den Noppen das abzuhebeln. Ja. Bei den Fliesen geht's ja nicht, weil die ja keine Noppen haben. Und dementsprechend gibt's bei den eigentlich fast allen anderen Herstellern gibt's halt diese kleine Kante, diesen Schlitz da drin, damit du es abhebeln kannst. Du kommst auf jeden Fall mit keinem Teiletrainer bei Kobi dazwischen. Nee. Aber witzigerweise, und das weiß ich nicht, seit wann Kobi das jetzt hat, ist bei diesen 2x2 Fliesen dann plötzlich diese Kante halt doch drin. Also die könnte man mit einem Teiletrainer wieder abhebeln. Vielleicht wollen die uns einfach dann doch ein bisschen helfen. Ja, vielleicht haben sie da auch festgestellt, dass es doch besser ist. Was ich jetzt wieder festgestellt habe, das mache ich manchmal sehr gerne, ist... Ich baue dann so eine, hier zum Beispiel so die erste Hilfe von der Bauanleitung, die oberen zwei Schritte. Ja. Dann wechsle ich auf die nächste Seite auf und vergesse dann, dass hier unten ja auch noch welche sind, die ich bauen muss. Das ist nichts Schlimmes. Ich mache alle Fehler, die es gibt. Ich baue unheimlich gern, aber wenn ich nicht konzentriert bin, und das passiert halt, wenn ich zu Hause baue, ich gucke halt immer irgendwie, was dabei, ich streame irgendwelche Serien oder. Das mache ich aber auch immer. Weißt du? Und dann passiert es halt doch mal, dass du einfach einen Bauabschnitt gehst. Und denkst du hinterher, boah, was ist denn das schon wieder? Haben die wieder falsche Teile reingelegt? Haben sie wieder was vergessen? Und dann was haben sie fest, da gemacht? Und dann stellst du fest, okay, die waren es gar nicht, ich war's. Und dann kommt am Ende bei raus zu 99%, der Micha war's. Weißt du? Eine so eine Sache, die mir dann ja auch immer wieder passiert, deswegen, ich habe mir das inzwischen angewöhnt, die Tüten 10-mal zu kontrollieren, wenn ich sie ausgeschüttet habe, dass dir dann ein Teil fehlt und dann suchst du dir einen Wolf und denkst dir, das muss runtergefallen sein. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, es ist nicht da. Und dann guckst du die Tüten nochmal durch. Ja. Und stellst du fest, es ist weißt du, wie oft ich schon an Tüte am gelben Sack war und habe geguckt, hier, da war, und dann habe ich es auch gefunden. Ja. Wirklich oft. Ja. Und deswegen mache ich das inzwischen so, die Tüten bleiben, bis das Set wirklich fertig ist, erstmal irgendwo liegen. Ist sowieso im Karton oder so, damit ich sie nochmal nachkontrollieren kann. Das passiert mir einfach zu oft. Wie sagt meine Tochter immer, wenn ich ein Problem mit meinem PC habe, weißt du, dann rufe ich meine Tochter. Ja. Und dann sage ich, hier, guck mal hier, das Ding funktioniert überhaupt nicht. Und dann macht die ein, zwei Sachen und dann kommt über der Spruch, meistens sitzt das Problem vor dem Rechner, nicht im Rechner. Weißt du? Das Problem ist meistens davor. Ja, das stimmt. Und dann muss ich hier leider immer recht geben. Und so behaupte ich mal, ist das hier bei den Teilen halt oft auch so. Also mindestens mal bei mir. Ich versuche immer irgendeinen anzuschwärzen, aber dabei war ich selbst. Erfahrungsgemäß weiß ich von mir selber, die meisten Fehler, die man macht, oder die meisten Sachen, die passieren, sind nicht schuld, dass Teile fehlen oder dass was blöd konstruiert ist, sondern man macht es selber blöd. Ja, klar. Klar, dass ein Teil mal fehlt in einem Set, kann immer passieren, aber in den allermeisten Fällen ist es eigentlich da. Man muss nur mal gucken. Ja, das ist aber auch das, was es am Ende ausmacht. Das ist ja eine gewisse Herausforderung und du sollst ja auch ein bisschen Spaß an der Sache haben. Ja. Und wenn alles nur zacki zacki von der Hand geht und du hast dann so ein, ich meine, die Lok kostet glaube ich 190 Euro. Wenn du die dann in 3 Stunden fertig gezimmert hast, hast du 190 Euro rausgehauen, hast eine tolle Lok da stehen. Aber du hast dann von der Zeit her, könntest du doch viel mehr Bauspaß haben, wenn du es mehr genießt und dir mehr Zeit lässt und guckst ein bisschen und machst und tust, schwafelst mit deinem Baunachbar. Ich finde das ja auch eigentlich immer... Kommst am Ende weiter, hast du eine Stunde hier gehockt und hast dir drei Gleise zusammen gemacht. Und 2 Figuren. Halb. aber es war doch den Spaß wert, weißt ja, du? Ja, natürlich. Muss ich jetzt wirklich noch eine Tüte aufreißen? Ich wollte jetzt eine Zelttüte aufreißen. Ich dachte, das geht alles ohne. Der Tisch ist doch voll geknallt. Achter, wo bist du? Komm
Und wenn mal jemand sagen würde, ach, da ist das eine. Also, du bist ja, du baust gerne Eisenbahn und du machst doch die Eisenbahnvideos immer bei uns hauptsächlich, ne? Mit dem Dirk. Ja, zu großen Teilen. Viel auch mit Marco, und das kommt immer drauf an. Und warum, wenn du eigentlich keine Ahnung hast? Hast du gesagt? Ja, habe ich auch eigentlich nicht. Also, vielleicht noch nicht vor der Kamera, aber du... Also bei mir ist das halt einfach so, ich sag mal so, ich kenne mich ein bisschen mit Eisenbahnen aus. Aber ich kann dir zum Beispiel jetzt nicht sagen, was für eine Baureihe eine Lok ist, wenn du sie mir zeigst. Ich weiß so ein paar Dinge, die weiß ich aber dann teilweise eben auch, wie die Display-Lok hinter uns, dass das eine BR89 ist, weiß ich ohne nachzulesen, weil das ist diese, deswegen haben wir sie ja auch in der Größe gemacht, das ist ja die berühmteste Lok überhaupt. In der Realität gab es gar nicht viele davon, aber in der Modelleisenbahnwelt ist das die beliebteste Lok überhaupt. Das hast du hier gelernt. Das habe ich aber auch erst hier gelernt, ja. Aber deswegen kannte ich sie, weil ich weiß, mein Vater hat nämlich auch so eine für seine Modelleisenbahn. Okay. Also ich könnte theoretisch könnte und dürfte ich mehr wissen, da mein Stiefvater Lokführer ist. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Ja. Und bei mir war es so, wie gesagt, mein Vater hatte eine Modelleisenbahn und die fand ich immer schon faszinierend. Ich meine, so eine Modelleisenbahn ist eigentlich immer faszinierend. Und ich war aber nie derjenige, der sich jetzt hingesetzt hat und irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Baureihen oder sowas am Ende auswendig kannte, sondern ich fand die einfach immer schön, rein vom Äußerlichen her. Und ich finde, an so einer Dampflok ist halt wesentlich mehr dran, Schönes dran als an einem modernen ICE. Das ist, ich finde das mit der Technik einfach cool, wenn das Ding fährt. Ich muss doch wirklich jeden Beutel aufmachen. Ja, mach doch. Das ist halt so die Sache. Und bei den Noppenstein-Eisenbahnen war es dann eben so, dass ich schon damals, als es ja nur Lego gab, schon immer diese Lego-Eisenbahnen total geil fand. Und dann auch immer angefangen habe, mir eigene zu bauen. Deswegen sagen wir es mal so, ich kenne mich halt mit den Bautechniken so ein bisschen aus, was muss ich machen, damit es so kurvengängig ist und sowas. Deswegen bin ich hier so ein bisschen zum Eisenbahnexperten geworden. Aber das bedeutet nicht, dass ich irgendwelche Daten, Fakten oder sonst was auswendig kenne. Du bist der Eisenbahn-praktische Experte, nicht der Theoretiker. Genau. Okay. Die Baureihen und so. Ich bin halt jemand, ich gucke mir diese Züge an, ich sag dann, oh, die finde ich schön oder so. Es gibt auch so Sachen, ich weiß zum Beispiel, das weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig genau. Ich meine, dass... Du weißt also das, was du nicht weißt. Ja, ich meine zum Beispiel, dass die Lok vom Orient Express, die man sieht in dem neuen Film, der vor ein paar Jahren rauskam, hier Mord im Orient Express, dass das, glaube ich, Baureihe 52 oder sowas ist und eine französische Lok. Das habe ich aber nur deswegen nachgelesen, weil ich so cool fand, dass ich nachbauen wollte und Bilder von dem Ding brauchte. Und wenn du nur den Film guckst, siehst du sie halt nicht aus allen Perspektiven, die du brauchst. Und dann musst du halt wissen, welche ist es denn? Ja, dann guckst du im Internet und guckst nach, was ist es denn für eine Lok gewesen, die sie benutzt haben, und fängst an, danach zu googeln. Ich kenne nur eine, aber ich kenne wenigstens eine. Welche? Die Emma. Ja, die kenne ich auch sehr gut. Das ist die einzige Lok, die ich mit Namen benennen kann. Das kommt auch noch hinzu. Ich kenne Jim Knopf in- und auswendig. Ja, ich bin. Du bist aber wesentlich jünger als ich. Trotzdem, die gibt es ja heute immer noch, glaube ich. Natürlich. Oxford Puppenkiste habe ich geguckt. Ich war auch in den neuen Filmen noch im Kino. Ja? Nee, klar. Da war ich nicht, aber ich habe doch also früher auch. Musste ich. Du bist mir ey, Urmel. Ja, klar, Urmel. Meine Güte. Und Jim Knopf. Die wilden 13 und wie die anderen. Ja. Also, das war schon. Das habe ich als Kind geliebt. Ich habe meine Familie hat sich immer aufgeregt. Ich habe so weit getrieben. Ich habe die Videokassetten, die wir hatten, so oft geguckt, dass sie kaputt gingen. Wenn du eine Videokassette zu oft guckst, dann leiert sie irgendwie. Ja, klar. Wenn durch die Spulerei und so weiter. Genau. Leidet. Und das habe ich dann geschafft, bis es dann irgendwann die DVDs gab und dann irgendwann gesagt worden ist, jetzt kaufen wir so auf DVD, weil wir können nicht schon wieder neue Videokassetten kaufen. Videokassetten. Das sind so große Dinge da mit so einem schwarzen Band wie früher so Musikkassetten. Mhm. Und da konnte man Videos drauf aufnehmen und konnten Videos abspielen. Und das Ganze gibt es schon seit nicht mehr. Also es gibt's noch. Ich weiß, mein Schwiegervater, ich glaube, das ist deutschlandweit der Letzte, der noch Videokassetten gekauft hat und hat was aufgenommen. Okay.
Also ich denke mal, du kannst vielleicht auch heute noch irgendwo Videokassetten kaufen. Ich weiß noch, dass mein... Das ist schon lange nicht mehr. Das ist vor Jahren gewesen, da hat sich mein Vater einen... Ich meine, er war schweineteuer und er hat lange gesucht, bis er überhaupt einen gefunden hat, einen Videorekorder gesucht. Ja. Und einen gekauft, einen neuen, weil der alte endlich endgültig den Geist aufgegeben hat. Und wir aber noch so alte Familienvideos halt hatten. Die wollte er digitalisieren. Mhm. Dafür brauchst du aber einen Videorekorder. Ja, das ist richtig. So, und dann musste er erstmal einen finden, weil findet man heutzutage noch einen Videorekorder. Wenn du da einen kaufen willst, am besten auf dem Flohmarkt. Ich glaube, das ist doch der einfachste Weg. So, wo bist du denn, du? Du einmal zwei Winkel, Slope, Ecken. Teil. Da aber findet man vor lauter Bäume keinen Wald, oder wie heißt das? Vor lauter Wald keine Bäume? Da lacht er. Ist aber die Wahrheit. Ja. Ich probiere es mal mit einem neuen Säckchen. Mach das mal. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich Eisenbahn irgendwie toll fand, weil ich irgendwie Jim Knopf immer geliebt habe. Ja, alle 100%. Ihm unauswendig. Wo ist es denn jetzt? Wobei, es ist was ganz anderes, wenn du es heutzutage guckst, ne? Mhm. Es ist ja ganz anders, als wie, guck das, wie du 10, 11, 12, keine Ahnung was, oder? Es ist schon anders. Es ist immer anders, wenn du diese alten Sachen dann wieder guckst. Manchmal hast du das dann ja auch, das stelle ich immer wieder so fest, wenn du so ganz alte Filme guckst, die du vor Jahren gesehen hast, und dann denkst du dir so, ja, war doch eigentlich ganz cool. Dann guckst du den heute an und denkst dir, oh mein Gott, was für ein Schrott. Das hat man ja auch manchmal. Ja, das stimmt. Ja. Stellt man plötzlich fest, also irgendwie war er dann doch nicht so toll, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Es gibt den einen oder anderen Spielfilm, den ich, keine Ahnung, früher fünfmal geguckt habe und fand ihn immer toll und habe immer gedacht, ey, musst du nochmal gucken. Mhm. Ja, heutzutage denkst du, was hast du denn da angeguckt? lieber Niklas. Ja. Ich finde, das Teil nicht. Das wäre doch auch ein Moment, wo ich sage, du, ab jetzt kannst du mir mal die Ruhe lassen. Bau du mal alleine weiter. Ich gehe mir das Näschen pudern. Also putzen. Ja. Und du kommst irgendwann mit einer fertigen Lok wieder. Und dann drehen wir ein Video zusammen. Das machen wir. Und dann wissen wir auch, wie das Endprodukt aussieht. Und ob du diesen einmal zwei Ich nehme einfach den von dir. Was? Du kannst mir doch nicht einfach Teile klauen. Aber ich brauch sowas. Ja, aber na gut, dann klaue ich das halt nicht. Weißt du, und dann würde ich doch sagen, weil du siehst, da ist. Du hast ihn gefunden. Da ist. Würde ich dir das gönnen, dass du alleine weiter Spaß hast mit dem. Mit dem Ding da. Oh, ich habe aber auch Spaß mit dir, das zu bauen. Ehrlich? Ja. Sagst du, das ist nur so oder meinst du das? Nein, wirklich? Das meine ich auch so. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool, hier so mit jemandem zu sitzen, einfach mal zu bauen. Ja. Macht Spaß. Auch wenn der nicht wirklich vorwärts kommt? Auch wenn der nicht wirklich vorwärts kommt, das ist egal. Es geht ja um den Spaß beim Bauen. Auch wenn der hier eigentlich durchweg Käse baut. Ja, aber gut, Käse ist lecker. Hier habe ich vor ungefähr 40 Minuten auch was falsch gemacht. Deswegen, wir sollten jetzt an diesem Teil, ich klinke mich jetzt wirklich aus. Das ist, also mit der Noppestein, Klemmstein, Dingsbums, Bauerei, das ist einfach nichts für mich. Ja, der ist gut. Das ist nichts für mich. Ah ja, ist doch wahr. Also, guck mal, jetzt habe ich aber fast diese die Platte hier fertig. Jetzt kommen hier noch so ein paar Tada! Bedruckte. Mein Tagwerk. Und der andere, ich habe noch eine riesige Schiene gebaut. Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch den Standfuß gebaut. So. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt raus. Ihr seht demnächst ein tolles Video mit Niklas und mir, wenn die ganze Geschichte fertig gebaut ist. Ja, machen wir das so? Das machen wir. Das zeige ich noch mal kurz. Das finde ich auch schon wieder toll.
Das sind ja richtig viel Armaturen und Geräte und weiß nicht was alles. Alles, was man halt so braucht, ne? Also Leute, wenn ihr ein bisschen Glück habt, die Limited Edition oder Executive Edition jetzt bei uns erhältlich. Wenn sie nicht mehr erhältlich ist, eine normale Version wird auch noch kommen. Mhm. Denke ich mal. Ja. Und ich packe jetzt alles in eine große Kiste, schiebe es dem Niklas ins Auto und dann fährt er nach Hause und baut das Ding fertig. Ich gebe dir genug Zeit. Das ist nett. Aber was ich noch eben mache, weil es noch in der Anleitung ist. Also danke erstmal fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen für uns. Wenn ihr sowas öfters haben wollt, auch einen Daumen. Wenn ihr sagt, ey, Micha, der Schwachkopf, der lasst mal einen hin, der bauen kann, dann setzt mir jemand anderes hin. Aber ich hatte meinen Spaß. Ich auch. Gut. War schön. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, gell? Ja. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, ich hatte dir helfen können. Hast du. Gut. Auf jeden Fall. Ist ja schon was fertig. Ja, ich bin auch selbst stolz. Ich bin auch selbst stolz auf mich. Nur mit den Figuren. Das hat nicht geklappt. Tut mir leid. Ja, das ist nicht so schlimm. Okay.